Wochen Zeit, um Häkeln zu machen. Eins. Zwei. Nein, Papi. Ja, da hinten, Katze. Da unten, ja, keinen Schwell gesehen. Die Katze sieht besser aus, oder? Jetzt so eine großen Augen. Pass auf, warte, jetzt, pass auf, lass. Lass mal. Was? Eigenleben nehme ich. Das ist. So, guten Morgen. Was passiert jetzt? Haare kämmen. Hey, du da, Ruhe, Mama. Teenie Girl versus. Old Mother. Papa. Old Four Times Mother. A new series on YouTube. Teeny Girl versus Mama. Versus Supermama. Ich hab eine Supermama. Ja, das ist eine Auszeichnung. Das haben wir jetzt alles auf Band. Oh, das werde ich aber nächstes Mal vorspielen. Immer wenn sie sagt. Ich hasse dich. Genau. Er sagt Blumen, nicht ich. Du sagst das auch dauernd. Nein. Naja. Vielleicht ein bisschen. So wie ich. So wie ich. Oh Mann, ey. Nuki. Du Teenie Girl. Teenie Girl vs. Superman. New Series on Netflix. Warten bis die Polizei kommt jetzt, dann müssen wir halt mal aufnehmen. Dann müssen wir mal schauen, ob ich eine Videoaufnahme habe davon. Ich nehme den Sonnenaufgang auf. Wunderschön, bumm. Oh Mann, das arme Kind. Aber nichts passiert, ey. Um Himmels Willen, ey. Himmels Willen, Gott sei Dank, ey, da ist wirklich, da muss man sagen, Gott sei Dank ist da nichts passiert, bis auf Totalschaden mit einem Auto und der andere Blechschaden, also das ist ja Wahnsinn. Mann, das war ganz schön anstrengend da. Was hat mich das jetzt gekostet? 2 Stunden? 1,5 Stunden? Na, hat er geguckt? Auf der Gegenfahrbahn, was da passiert ist? Und was war? Baut einen Unfall. Bremst ab und sie fährt hinten rauf. Der nächste Unfall. Oh, jetzt bin ich froh, wenn ich zu Hause bin. Dann trinke ich erstmal Kaffee. Das
schon auch so einen Unfall jedes Mal, wenn du jetzt so miterlebst und dann denjenigen rausholen musst aus dem Auto. Siehst ja gleich zu ihrem Kind hinter. Das Kind war hinten angeschnallt, im Kindersitz. Ey, Leute, benutzt immer einen Kindersitz. Immer. Das Kind wäre, das wäre fertig gewesen. Sonst ohne Kindersitz. Und ohne dieses Geländer. Ohne dieses Geländer wäre das Ding über, um Himmels Willen, ey. Dann wäre der Wagen erstmal 10 Meter, 15 Meter tief gefallen. Gottes Willen. Nee. Stand sie unter Schock, meine Güte. Oh Mann, die musste erstmal rausgetragen aus dem Auto. Die hat ja von der Arbeit, ich muss Arbeit anrufen. Arbeit ist unwichtig jetzt. Arbeit ist unwichtig. Dann kam ja Gott sei Dank der Angehörige. Gott sei Dank nicht so viele Göffer da. Das ist keine Fußgängerbrücke. Das war Orange, sagt er ja selber, aber wenn er nicht so selber so sagt, war doch orange. Dann hat er noch Jassi ihm. Aber ich wette, sie hat auch schon. Na, vielleicht hat sie noch nicht einen grünen Pfeil gehabt. Aber wenn du siehst, das ist das Problem. Die anderen halten an. Und der eine gibt noch Jassi, weil er denkt, der schafft das noch. Dann fährst du schon los. Und dann pock, ist er an der hinteren Achse erwischt worden. Und wie ein Flummi weggesprungen. Ich hab das Auto nur noch. Ich hab das Auto nur fliegen sehen. Also komisch tanzen. Also gar nicht, dass das so gerollt ist. Sondern es ist voll gegen die. Gott sei Dank. Gegen diese. Wie heißt denn das? Gegen die Brüstung von der Brücke, gegen diese hohe Brüstung, ist das so viel mehr weiter und der Wagen wäre rübergegangen und wäre runtergefallen. Aber ey, Gott sei Dank ist das nicht passiert. Um Himmels Willen war das eng. Das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Und wie gesagt, Gott sei Dank ist da nichts passiert, ey. Kind, ey. Ja, das war ein Knall. Stimmt. Stimmt, so richtig schön. C-Säule. Ey, Gott sei Dank. Ey, ist das auch nicht an der, auch ist das auch nicht in die Brüstung ins Fenster drin? Gegen die Brüstung? Du? Und dann so umgekippt. Täglich sowas erlebt. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, so ein paar Unfälle und doch. Leider auch schon mal schwerere. Zwei schwerere Unfälle. Blechschäden sind ja immer, ach naja, das war mal Dummheit oder so. Ja, Scheiß passiert. Oder alles nochmal gut gegangen, aber mit Personenschäden hatte ich auch schon zu mehr. Das ist nicht so schön, weil ich früher viel Auto gefahren bin. Ey, nur um diese eine Ampelphase noch zu kriegen. Aber man erwischt sich ja selber dabei, dass man dann noch so, ah, der kommt, schaffst du noch. Oder einen Moment lang unachtsam und dann fährt man auf einmal über eine rote Ampel oder so weiter. Ja, ist ja bestimmt, also ich möchte behaupten, das ist fast jedem schon mal vollkommen. Mit Absicht. Weiß ich nicht, ne? Aber eben so, dass das auch mal im wenn man halt mal nicht so drauf achtet und sieht, ach scheiße, ist ja schon orange und blub, schaltet die auf rot und man fährt eigentlich über eine rote Ampel. Also das ist mir definitiv vorgekommen schon, ja, gebe ich zu. Und ich denke mal, das ist auch anderen Leuten schon vorgekommen.
meisten von uns, die meisten, die viel Auto fahren zumindest. Also außer man ist ein totaler Sicherheitspickel. Aber wenn man so ein totaler Sicherheitspickel oder Vorsichtspickel ist, dann ist man mitunter auch nicht Fahrer. Sprich, wenn man schon sieht, so, oh, die ist ja schon ziemlich lange grün, die Ampel, die wird demnächst rot oder so. Ja, das kann ich überhaupt nicht leiden, so weit. Ja, weil dann kommst du überhaupt nicht vom Fleck. Also dann klemmst du dahinter und bist eigentlich, ist der eher ein Unfallrisiko als alles andere, weil die anderen sehen grün und fahren noch zügig durch und der bremst auf immer schon ab, weil ist ja schon lange in seinen Gedanken, wird es näher rot. Selbst wenn er recht hat, wäre er locker noch rübergekommen. Behindert den Verkehrsfluss. Das ist natürlich auch nicht gut. Ach, ich bin froh, wenn ich zu Hause bin. Ja, wirklich. So, ein schöner Sonnenaufgang und ich da, bumm. Oh, was die aufgelöst. Oh Mann. Ich hab dir erstmal einen Arm genommen. So, halt dich mal fest an mir. Umarm mich mal. Ist ganz gut. Du kannst erstmal ja kein sauer sein. Der andere, dem anderen sein Auto, das war, sagt er, 3 Wochen alt. 3 Wochen alt. Das vorne alle kaputt, die Seite kaputt. Ne, beide Seiten vorne kaputt, die Front kaputt, aber Technik innen drin einwandfrei. Nix, gar nichts. Musst also die beiden Seiten tauschen. Komplette Front musst du tauschen. Frontschürze, beide Scheinwerfer, Grill, da ist ja Teil der Frontschürze mittlerweile, Radläufe, Kotflügel links und rechts, Spiegel, Beifahrerseite, Tür, Beifahrerseite, fertig, Motorhaube, dann hast du Neuwagen wieder. Wenn du nicht alle tauscht, bist du bei 10.000, also. Ey, locker bei 10.000. Ja, bestimmt bei 10.000. Hallo. Bin unterwegs. Ja. Und? Und dann? Und dann hast du fertig gedacht. Ah, da siehst du, hat auch was getutet. So lecker mit Kerze. Ja. Wem ist das Brötchen? Deins? Das hat Skadi, Lumen für Skadi gemacht. Das Skadi wollte ich. Von der Polizeiwache? Nur ein Brötchen rum. Warum? Ist ein Unfall passiert. Mit deinem Auto? Nee. Was ist passiert? Okay. Was Schlimmes? So, jetzt gibt's erstmal Frühstück. Ja, ich freue mich aufs Frühstück. Schlüssel, ey. Wahnsinnig. Ja, siehst du, bevor er mich wahnsinnig macht. So, pass auf, ist glatt. So, jetzt sind wir zur Feindiagnostik. Nackenfalten. Ja, oder so, Nackenfaltenmessung, okay. Wieso ist Feindiagnostik spät? Ist erst um die 20. Woche. Mann, ich dachte, wir gehen, was ist denn? Erfahren wir jetzt morgen, was das ist? Ja, das hat er doch immer so gesagt, mit 80%. Also muss man da nochmal hin zu ihm. Ja, das, wir gehen doch immer zweimal hin. Weiß ich doch ja nicht mehr, Mensch, ist doch für mich hier löscht, bis ihr löscht. Also die Aufnahmen von gestern sehen so richtig scheiße aus eigentlich vom Baum. Weil der Baum richtig scheiße aussieht. Und weil wir ja die Spitze rausnehmen mussten, weil der Kunde das so wollte, tatsächlich. Das hatten wir hatten nie die Spitze abgekappt da, also falls sich die Leute wundern, die sich mit sowas auskennen, wir hätten nie die Spitze rausgeschnitten. Aber der wollte das so haben, weil die Spitze so ein bisschen zum Nachbarsgrundstück rüber neigte, was aber dem Gleichgewicht des Baumes, der gleicht sich ja selber aus. Eigentlich. Und doch nicht in gefährlicher Art und Weise, das hat man ja gesehen. Aber der wollte draußen haben, jetzt ist ein richtiges Loch im Baum drin. Ey, jetzt sieht aus, ey, weiß ich nicht, was da am Ende, vielleicht will er das irgendwann in Herzform schneiden, das Ding oder so. Keine Ahnung, wow. Schlimm, würde ich sagen. Also ich finde das Katastrophe.
Aber ja, wir sind noch ja nicht fertig damit, weil es wurde ja recht schnell dunkel. Oder wird ja jetzt zurzeit recht schnell dunkel. Müssen halt normal hin, noch ein bisschen Kleinzeug rausnehmen und dann kommt der Baum daneben dran. Den werden wir auch misshandeln, totfliegen. Tomatensalat, nur so Wasser. Nur so Wasser. Klaustrophobie im Fahrstuhl. So, wir sind jetzt da. Wir gehen jetzt rein in die Praxis und schauen mal, was das Kind wird für ein Kind. Jo, und? Was wird's? Mädchen. Yay! Mädchen. War doch klar. Oh. Mädchen. Ich bin zufrieden. Ja. Ich will auch ein zufrieden. Alles gut. Nehmen alle. Moin. Nehmen wir doch alles. Mist. Unser Bus. Tja. 20 Minuten. Ist nicht viel, ne? Anhand des Schniepels, was kannst du hier sehen? Der Schniepel zeigt in die falsche Richtung. Die falsche gibt es nicht. Der Schniepel zeigt in die falsche Richtung. Nicht nach unten biegen. So, wir sind zu Hause angekommen. Marlies hat Hunger, ist Weintrauben wieder. Und ich alleine esse 3 Pizzen. Natürlich nicht. Und die Katze hilft mir dabei offensichtlich. Die ist schon in Startposition schon wieder. Mitzi! Die will schon wieder Pizza lutschen. Nein, natürlich nicht. Lecker, lach. Willst du auch ein bisschen Pizza Käse aufmachen? Du wolltest doch viel Käse. Ja, nee, aber das ist mir dann zu viel. Da ist doch gar nichts drauf bei dir. Ja, aber es ist genug. Lecker, lach. Das ist überhaupt nicht drauf. Du hast halt keine Ahnung vom Pizza machen. Das passt nicht. Wieso nicht? 20 Minuten. Genau. Ja, Mensch, Kind ist wohl auf. Herrlich. Alles ist dran. Alles ist perfekt, meint er. Super entwickelt, aber sie kennen sich ja aus. Ja. Wir kennen uns ja aus. So ist es halt. Es gibt Pizza mit sie. Das ist eine Katze, die kannst du nehmen, wie sie ist, und dann Schnurze. Tja, jetzt ist schon 2 Uhr durch. Ja, schon spät. Und heute noch nicht gemacht, außer Erste Hilfe. Ein Kind gerettet, eine Frau gerettet. Und Bus gefahren. Und Bus gefahren, ja. Marlies? Hier drüben. Marlies, wo hast du den Zettel von der Paket? Schick sie mal her, das aufräumen. Ja. Nuki, komm mal her, aufräumen. Jawohl, Vater heißt es. Und nicht, hä, wo aufräumen. Hier, das hier, räumen wir bitte zusammen. Ja. Ich sehe gar nicht, wo ich hier. Wo ich hier, wie ich hier anfange. Karten.
So, liebe Leute, also ich bin ja wirklich, also was war das für ein Tag? Jetzt ist es 1932. Was war das für ein Tag? Also ich bin tatsächlich nach Hause gekommen, habe nicht mehr so viel gemacht. Ich war jetzt gerade noch kurz was einkaufen ein bisschen und dann der Tag ist fast um. Ich muss sagen, ich schau mal, ob die Nachricht angekommen ist. Bei Google Mail. Die E-Mail ist angekommen, auf alle Fälle. Ist schon mal gut, ist nicht zurückgekommen. Jetzt werde ich gleich alles nochmal schneiden. Zu der Situation heute Morgen noch ein Hinweis, bitte. Zwei Faktoren von der guten Frau und ihrem Kind das Leben gerettet heute. Faktor 1, das Kind war angeschnallt in einem passenden Kindersitz mit Seitenwagen. Das war wirklich sehr, sehr gut. Ein Hoch auf die Kindersitze. Faktor 2, und der beste Kindersitz hätte wahrscheinlich nichts genützt, wäre diese Brücken, dieses Brückengeländer nicht gewesen. Und ich muss sagen, das war wirklich gut. Also das war wirklich super knapp. Bin da sehr dankbar drüber, dass ich da sozusagen noch lebende Leute rausholen durfte aus dem Auto und nicht irgendwas anderes. Toi, toi, toi. Also schnallt eure Kinder an, fahrt vorsichtig. Und am besten ihr fahrt halt, wenn es wirklich grün ist und wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr freie Bahn habt und so. Und weil das war echt scheiß knapp. Na gut, ich schneide jetzt den Wisch zusammen von heute. Das wird wieder nicht so lang werden. Ihr seht ja, jeden Tag passiert irgendwas. Und das ist das wahre Leben. So ist es. Und wir sehen uns morgen. Macht es gut. Passt auf euch auf. Ciao, euer Tommy.